Hallo und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch mehrere Deko-Ideen mit den Amaryllis. Am Ende des Videos zeige ich noch die Pflanzen vom letzten Jahr und es gibt auch noch ein paar Pflegetipps von mir. Bei meiner ersten Deko-Idee werde ich dieses Glas hier mit einer Amaryllis gestalten. Was ich jetzt allerdings mal als erstes machen werde, ich nehme die Pflanze mal hier aus dem Topf hinaus, weil oftmals stehen die Pflanzen viel zu nass in dem Substrat, wo sie halt drin gepflanzt sind. Und das ist auch total, ja, das habe ich mir jetzt schon gedacht. Die Pflanze ist schon so ein bisschen am Gammeln, ist aber jetzt nicht schlimm. Das hatte ich letztes Jahr auch bei einer Pflanze. Ich hoffe, ihr könnt das später sehen, aber hier ist definitiv die Pflanze am Schimmeln. Und ich werde jetzt mal dieses ganze gammelige Zeug hier einfach abmachen. Auch hier die Wurzeln im unteren Bereich sind bereits kaputt. Hier entstehen aber Gott sei Dank schon neue Wurzeln. Also das macht jetzt so überhaupt kein... Ach du meine Güte, also das ist jetzt eine grottenschlechte Qualität. Hier ist überall Schimmel vorhanden. Ich muss jetzt mal meine Schere zur Hand nehmen. Wo habe ich die denn? Ich nehme jetzt einfach mal meine alte Bonsai-Schere und schneide jetzt hier wirklich diese ganzen Gammelwurzeln ab. Das wird nämlich sonst immer schlimmer werden und dann geht die Pflanze ein. Auch das hier, was am Gammeln ist, nehme ich jetzt wirklich runter. Das macht echt keinen Sinn. Also das, also so eine schlechte Qualität bei einer Amaryllis hatte ich noch nie. Ich bin jetzt selber gerade ein bisschen schockiert. Aber ihr sollt dann halt auch wissen, was man dann machen kann, wenn man sich jetzt auch so extrem verkauft hat, wie ich gerade. Hier, der Schimmel, der geht in die Pflanze hinein. Komplett hier am Gammeln. Das ist der Wahnsinn. Ich brocke das jetzt hier mal vorsichtig ab. Das lasse ich jetzt allerdings dran, weil da ja eine neue Wurzel bereits am Entstehen ist. Hier entsteht auch eine neue Wurzel. Und ich habe jetzt ernsthaft gedacht, das wird jetzt hier ein reines Deko-Video werden und keine Rettungsaktion einer Amaryllis. Aber ich habe jetzt hier alles weitestgehend am Schimmel entfernt. Jetzt räume ich erstmal hier meinen Tisch auf. Also eigentlich müsste ich ja diese Pflanze reklamieren, aber ist jetzt auch egal. Ich möchte ja jetzt mein Glas dekorieren. So, ich werde jetzt damit anfangen und kleide mein Glas hier im unteren Bereich mit Moos aus. Das mache ich aber jetzt nur an dem Rand vom Glas. In der Mitte wird das jetzt nicht mit Moos bedeckt werden. Ich würde jetzt auch so ein bisschen mal darauf achten, dass das hier so in etwa eine gleiche Höhe später hat. Muss jetzt nicht zu 100% gleich sein, aber ich persönlich möchte jetzt, ja, ich sag mal, so einigermaßen symmetrisch haben. Jetzt fülle ich mein Glas mit etwas Kakteengranulat auf und der Vorteil ist, die Knolle steht dann nicht mehr so triefend nass wie in der Blumenerde. Dann kann die in Ruhe erstmal so ein bisschen trocknen. Ich habe das Substrat jetzt noch nicht bis ganz oben ans Moos aufgefüllt, weil jetzt wird als nächstes meine Amaryllis platziert werden und dann werde ich den Rest ein bisschen mit dem Substrat auffüllen, dass die Knolle, sagen wir mal so, in etwa einen Zentimeter mit Substrat bedeckt ist. Man sollte die nämlich auch nicht zu tief setzen, die Knollen. Mit dem Kakteengranulat hatte ich letztes Jahr auch schon gearbeitet und das hat meinen Pflanzen echt gut gefallen. Jetzt wird hier der restliche Bereich, oder mal anders gesagt, wo man hier dieses Kakteengranulat noch sehen kann, auch noch mit etwas Moos abgedeckt werden. Ihr könnt jetzt mal überlegen, ob ihr hier im unteren Bereich noch eine Lichterkette einarbeiten möchtet. Werde ich jetzt so allerdings nicht machen. Ich werde jetzt mal als nächstes die Zweige der Seidenkiefer einarbeiten. Und dann habe ich ja bei uns auf dem Markt diese Zweige mit so roten Beeren noch gekauft. Wie die jetzt heißen, weiß ich jetzt leider nicht. Und jetzt halte ich meinen Zweig hier erstmal an meinem Glas an und gucke halt mal, ja, wie weit sollen denn die Zweige aus meinem Glas überhaupt hinausschauen. Der könnte aber jetzt noch einen Tacken kürzer und auch die Seidenkiefer muss ich jetzt noch zurechtschneiden. Und dann ist es auch gut möglich, dass ich hier unten noch so ein paar kürzere Zweige der Seidenkiefer mit einarbeiten werde. Jetzt werde ich noch ein paar Zapfen platzieren und diese Sterne auf meinen Moos legen. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Farbkontrast zu dem Rot der Beeren. Ja, ich bin jetzt gerade von meiner Mutter noch gebeten worden, bitte eine Lichterkette mit einzuarbeiten. Dem Wunsch komme ich natürlich nach. Und die Lichterkette wird jetzt einfach nur um mein Glas drumherum gewickelt werden. Das Ende der Lichterkette lasse ich jetzt erstmal so hervorschauen, wickele ich aber jetzt so ein bisschen hier schon mal drumherum, damit die auch stramm dran sitzt. Jetzt werde ich die beiden Enden meiner Lichterkette etwas miteinander verfrickeln und ich achte auch darauf, dass dieses Stromkabel halt hier an der Rückseite von meinem Glas ist. Das sähe sonst ein bisschen komisch aus. Ich verfricke das jetzt aber auch so miteinander, dass ich das irgendwann auch mal wieder abbekomme von meinem Glas. Aber das ist echt immer super, wenn man eine Lichterkette aus Draht hat, dann kann man solche Sachen einfach mal machen. Das wäre es jetzt, meine Lichterkette funktioniert nicht. Tada! Ja,
das Glas ist jetzt soweit fertig gestaltet. Dann gehe ich jetzt mal über zu Deko-Idee Nummer 2. Bei Deko-Idee Nummer 2 werde ich diese Schale mit Amaryllis bepflanzen, aber bevor es mit dem Pflanzen losgeht, halte ich erst einmal meine Zweige an und schau mal, wie weit sollen die später aus meiner Schale überhaupt hinausschauen. Ich muss mir die jetzt teilweise noch ein bisschen zurechtschneiden. An diese Zweige mache ich mir jetzt eine Markierung dran, in etwa an der Stelle, wo die halt später außerhalb des Topfes zu sehen sind. Meine Markierung habe ich jetzt an den Zweigen dran und jetzt nehme ich mir einen ganz, ganz feinen Bindedraht und befestige den an der Stelle, wo ich meinen Zweig halt markiert habe. Ich mache da jetzt so einen kleinen Knoten hinein. Und jetzt werde ich getrocknete Rosen und etwas Zypressengrün an meinem Zweig binden. Ich muss jetzt allerdings die getrockneten Rosen und auch das Zypressengrün noch ein bisschen zurechtschneiden. Bei den getrockneten Rosen mache ich das einfach so, halte hier einfach mal an. Ja, wie weit sollen die hier nachher hervorschauen? Aber ich glaube, das ist jetzt schon eine ganz gute Länge. Zack, kappen wir dich hier einmal. Ja, und bei der Zypresse, da werde ich jetzt hier erstmal im unteren Bereich nur so ein paar seitliche Zweige abschneiden. Noch nicht alles. Die Samenkapseln werde ich bei der Zypresse entfernen, weil die kann man besser separat einarbeiten. Ich weiß gar nicht, warum ich dazu mal Samenkapseln sage, weil eigentlich sind das auch Zapfen, aber ist jetzt auch egal. Ich nehme mir jetzt als nächstes mein Zypressengrün und meine getrocknete Rose, mache das jetzt zu einem kleinen Bündel und dieses kleine Bündel lege ich jetzt hier auf meinen Draht. So, kleinen Moment. Und jetzt wickele ich mit meinem Bindedraht, ja, ich sag mal so locker, nach oben hin weg. Bei der Zypresse gehe ich hier so zwischen den Zweigen entlang, damit die nicht so, ja, knalleng da nachher dran gewickelt ist. Und bei der Rose, ja, da justiere ich den Draht so ein bisschen zwischen die Blätter entlang. Aber das ist jetzt auch ein Draht, den darf man später auch ruhig sehen. Den gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Jetzt bin ich ja hier oben angekommen und jetzt wickele ich wieder vorsichtig mit meinem Draht nach unten hin weg. So. Das kann man dann einfach mit Ruhe und Geduld mal machen. Ne, nicht in der Hektik. So, hier nochmal. Den gibt es sogar in Pink. Also diesen Bindedraht. Jetzt schneide ich das Ende hier von meinem Draht ab. Nehme ich immer meine alte Drahtschere. Und jetzt habe ich ja hier noch das andere Drahtende. Und jetzt mache ich hier einfach mal so einen kleinen Knoten hinein, damit er nachher auch bombenfest sitzen bleibt. Und auf diese Art und Weise werde ich jetzt die beiden anderen Zweige gestalten. Ist auch gut möglich, dass ich noch einen vierten und fünften Zweig so machen werde. Muss ich aber nachher noch entscheiden. Ja, und ihr könnt das Grün aber auch mal so ein bisschen versetzt einarbeiten. Ne? Das muss jetzt nicht immer alles auf gleicher Höhe sein. Und wie gesagt, diesen Bindedraht, den darf man nachher ja auch ruhig sehen. Man könnte jetzt auch hier noch mehr getrocknete Rosen an diesem längeren Zweig einarbeiten. Ja, letzten Endes einfach so nach Gefühl arbeiten. Ich wollte euch noch mal ein bisschen genauer zeigen, wie ich das Grün festbinde, ja, wenn das so überlappend sein soll. Ich beginne dann mit dem längsten Grün, was halt an meinen Ast dran soll, lege das auf den Bindedraht. Jetzt wickele ich mal wieder so ein bisschen locker den Draht bis nach oben hin drumherum. Jetzt gehe ich wieder nach unten mit meinem Draht, ziehe den aber jetzt auch nicht Gott weiß wie stramm. Aber ich muss jetzt noch ein bisschen tiefer. Jetzt nehme ich das kürzeste Grün und lege das überlappend auf das vorherige Grün. Der Bindedraht ist ja jetzt schon weiter unten. Und dann wird das jetzt auch drumherum gewickelt werden. Das hatte ich nämlich ganz vergessen, euch zu zeigen. Deswegen jetzt hier nochmal nachträglich. So, das Ende schneide ich jetzt hier mal ab. Und ich werde jetzt auch noch einen fünften Zweig so fertig machen. Ich werde jetzt als nächstes mein Pflanzgefäß bis zur Hälfte in etwa mit Kakteengranulat befüllen. Ja, und jetzt werde ich meine Zweige platzieren. Die längsten kommen in die Mitte, die kürzesten nach außen. Und diese Zweige habe ich jetzt so natürlich gelassen. Die werde ich auch noch mit einarbeiten. Ich bin ja mal gespannt, wie diese Amaryllis aussehen. Die kommen jetzt erstmal aus dem Topf hinaus. Hoffentlich erwartet mich da jetzt nicht auch wieder so eine böse Überraschung wie bei der vorherigen Amaryllis. Aber bei denen ist das Substrat schon mal nicht so nass wie bei der anderen. Ja, hier sind auch wieder Wurzeln am Verfaulen. Alles, was hier am Verfaulen ist an Wurzeln, nehme ich jetzt hier einfach mal weg. Die gehen sowieso kaputt. Die müsst ihr da wirklich nicht dran lassen, diese ja, nassen, matschigen Wurzeln. Also weg damit. Bei der Amaryllis habe ich jetzt alle Wurzeln abgezupft, die waren komplett am Verfaulen. Aber bei den Amaryllis vom letzten Jahr hatte ich teilweise auch so ein Pech. Und ich zeige dir euch am Ende des Videos mal, wie die heute aussehen. Also denen geht es mittlerweile auf jeden Fall besser. Mein Pflanzgefäß habe ich jetzt weitestgehend mit meinem Kakteengranulat aufgefüllt. Hier in der Mitte habe ich mir jetzt eine Kuhle gemacht. Da wird jetzt erst einmal die Amaryllis platziert werden, wo halt noch Wurzeln dran sind. Und dann werde ich die Wurzeln jetzt mit meinem Substrat bedecken.
Ja, und die beiden anderen Amaryllis muss ich ja im Prinzip nur noch aufsetzen. Und die Knollen werden jetzt nicht mehr wie 1 bis 2 Zentimeter mit Substrat bedeckt werden. Aber das Pflanzgefäß jetzt auch noch nicht bis oben hin komplett mit Substrat auffüllen. Das wird gleich noch wahrscheinlich abgedeckt werden. Wenn man möchte, kann man sein Substrat jetzt mit Plattenmoos abdecken. Und ich brauche jetzt meine Heißklebepistole. Ich wollte nämlich noch die Zapfen der Zypresse befestigen. Ach ja, und mir ist noch eine Idee gekommen. Ich wollte ein paar Kugeln noch einarbeiten. Kugeln arbeite ich aber grundsätzlich nicht mit der Heißklebepistole ein, weil man bekommt die sehr schlecht von dem Heißkleber wieder ab. Ich habe mir jetzt gedacht, ich werde da ein bisschen Draht dran wickeln und dann stecke ich die Kugeln hier einfach mit dem Draht so hinein. Das ist jetzt auch ein etwas dickerer Draht. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mal auf Zeitraffer, weil das dauert ja alles eine Zeit, bis ich mal fertig bin. Ach ja, und eine Lichterkette wird jetzt mal nicht eingearbeitet werden. Ich muss ja zugeben, ich habe eine Kugel mit der Heißklebepistole befestigt, und zwar diese hier. Die war auf der Rückseite so angedötscht, von daher ist das egal, ob ich die später heile von dem Heißkleber befreien kann oder halt nicht. Ja, und dann komme ich jetzt mal zu Deko-Idee Nummer 3. Ich bin ja mal gespannt, wie die Wurzeln von dieser Amaryllis aussehen, und damit werde ich jetzt gleich ein Kokedama erstellen. Aber ich glaube, ah, das ist ja, nee, auch nicht. Schimmel, ach, ist das schön. Jetzt kann ich hier erstmal wieder gucken. Die Wurzeln machen aber einen relativ guten Eindruck. Ja, sagen wir mal so, 40% sind am Verfaulen. Die fummel ich jetzt ab. Und dann kratze ich hier mal wieder den Schimmel ab. Ist aber jetzt nicht so schlimm wie bei der ersten Amaryllis. Also das war ja echt Katastrophe. Aber erfreulicherweise bilden sich hier neue Wurzeln, ne? Diese ganz weißen, das sind neue. Amaryllis-Kokedama habe ich auch letztes Jahr Weihnachten gemacht. Keine Sorge, die Pflanzen überleben das. Ja, und hier habe ich jetzt bereits mein Plattenmoos liegen. Ich muss das mal eben hier umdrehen. Ah, jetzt ist da ganz viel runtergerieselt. Kleinen Moment. Das, was da jetzt gerade von meinem Moos abgerieselt ist, das packe ich jetzt einfach wieder in die Mitte hinein. Ja, letztes Jahr habe ich auch hier noch ein bisschen Blumenerde mit eingearbeitet, aber das war letzten Endes, ja, ich sag mal, nicht nötig. Jetzt nehme ich meine Amaryllis und justiere mir mal die Wurzeln hier so ein bisschen. Da werden jetzt auch eine Menge Wurzeln bei der Geschichte abbrechen, aber wie gesagt, das war letztes Jahr auch überhaupt kein Problem. Nehme jetzt hier mein Plattenmoos und lege mir das hier mal so ein bisschen drumherum. Ich gucke jetzt auch mal, was ich an überschüssigem Moos erstmal abzupfen kann. Ja, das hier, dieses Riesenstück machen wir erstmal weg. Ja, jetzt könnt ihr auch entscheiden, ob man die Knolle noch ein bisschen sehen soll oder halt nicht. Also ich werde die jetzt relativ hoch bedecken, die Knolle. Das ist jetzt bei dem Kokedama auch überhaupt kein Problem mit der Knolle. Ja, mit dem Bindedraht ist das jetzt hier erstmal ein bisschen friemelig. Das würde ich vielleicht auch mal zu zweit machen. Ich wickel den mal eben ab. Ja, Bindedraht habe ich jetzt drum gelegt. Jetzt wickel ich den Quatsch. Jetzt frieme ich den mir hier erst einmal an mein Moos dran. So, ich muss das hier mal eben ein bisschen verwursteln. Okay, so der Anfang ist jetzt gemacht und jetzt wickel ich mit meinem Bindedraht hier immer so um mein Moos drumherum. Ich forme jetzt daraus, ja, sagen wir mal, ja, so in etwa flache Kugel, weil das soll ja nachher irgendwie stehen bleiben. Eine komplette Kugel wird das jetzt nicht werden, das wird jetzt hier unten so ein bisschen platter bleiben. Das mache ich aber jetzt bewusst so. Man kann das Moos auch immer so richtig schön ausformen. Und wenn ihr jetzt eine Stelle haben solltet, wo jetzt kein Moos ist, einfach nochmal was nehmen und da drüber legen. Jetzt gehe ich mit meinem Bindedraht auch hier mal unten drunter entlang. Achte aber jetzt auch darauf, dass ich die wie heißt es, Knolle jetzt nicht irgendwie mit meinem Draht hier, Gott weiß wie, einschneide. Jetzt immer so, ich sag mal so kreuz und quer hier mit dem Bindedraht drumherum wickeln. Und dann halt immer mal die Form kontrollieren und dann einfach mal hier so ein bisschen zusammendrücken und diese kleine Kugel ausformen. Ja, wobei so klein ist die jetzt auch nicht, ne? Ja, und jetzt gucke ich mal, ob der Draht hier irgendwo so komisch absteht bei meinem Kokedama. Wenn das jetzt der Fall sein sollte bei euch, einfach mal den Draht nehmen und so ein bisschen nochmal in sich ja, eindrehen, ne? Dann wird der Draht nochmal strammer. Das Kokedama auch ruhig mal so ein bisschen hin und her rollen, ne? Dann wird das nochmal runder. Und ich habe mich jetzt bewusst auch für einen dunklen Draht entschieden. Den sieht man letzten Endes nicht. Aber man hätte jetzt auch bewusst einen bunten Draht nehmen können, ne? Ist ja letzten Endes sowieso immer alles Geschmackssache. Ja, im Prinzip ist das Kokedama jetzt soweit fertig. So hatte ich die letztes Jahr gemacht. Aber ich habe mir jetzt für dieses Jahr gedacht, ich werde das Kokedama an sich jetzt noch ein bisschen dekorieren. Aber ehrlich gesagt muss ich jetzt erst noch darüber nachdenken, mit was ich das überhaupt dekorieren möchte. Oder lasse ich es? Ja, ich weiß auch noch nicht. Ich habe mir jetzt so meine Gedanken gemacht, wie ich mein Kokedama weiter dekorieren möchte. Wahrscheinlich werde ich diese getrockneten Wurzeln, grün der Zypresse,
Blätter vom Eukalyptus und getrocknete Hortensien zum Einarbeiten verwenden. Allerdings bin ich mir jetzt an dieser Stelle noch nicht zu 100% sicher, ob ich das so machen werde. Und ich werde jetzt mal als erstes hier meinen dünnen Bindedraht an dem Kokedama befestigen. Den mache ich aber jetzt hier im unteren Bereich von dem Kokedama fest. Ich würde jetzt auch ruhig so einen dünneren Bindedraht verwenden, weil der fällt dann später nicht so extrem auf wie dieser etwas dickere Bindedraht. Ich muss das hier mal eben miteinander verfrickeln, dass das gleich auch gut hält. Ich habe da jetzt so einen kleinen Knoten einfach mal hineingemacht. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, ich werde mal als erstes diese getrockneten Wurzeln hier einarbeiten. Das mache ich jetzt hier im unteren Bereich komplett drumherum. Wicke ich jetzt hier einfach mit meinem dünnen Draht fest, also diese getrockneten Wurzeln. Und dann kommt ja, sagen wir mal, die nächste Schicht zum Einsatz. Oder ich stecke das Grün dann einfach in die Wurzeln hinein, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt mit meinem Draht diese Wurzeln dreimal umwickelt und jetzt nehme ich mein Zypressengrün, lege mir das unterhalb des Drahtes und wickel das dann auch fest. Ich hatte erst versucht, das Zypressengrün ja halt so hineinzustecken, aber das sah jetzt ein bisschen komisch aus. Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Ich werde die Zypresse und die Hortensien zusammen mit dem Draht umwickeln, aber die Zypresse hält jetzt auch schon ganz gut von alleine. Jetzt schneide ich das Drahtende ab und verfricke das mit dem Anfang vom Draht. Wo ist er denn? Ach da. Das Drahtende habe ich jetzt hier einfach in meinen Moos hineingesteckt. Ja, und alles, was ich jetzt einarbeiten werde, das werde ich mit der Heißklebepistole befestigen. Ich hatte hier von meinem Eukalyptuskranz das hier noch übrig behalten und die einzelnen Blätter werde ich jetzt hier einarbeiten. Ich war jetzt noch am Überlegen, ob ich so kleine Sternchen hier noch mit einarbeiten möchte. Ich platziere jetzt erstmal den Eukalyptus. Ansonsten werde ich euch berichten, ob ich noch was weiteres einarbeiten werde. Ach, ich werde jetzt noch ein paar von den kleinen Kugeln einarbeiten und die befestige ich einfach mit U-Haken. Einige kennen die auch unter dem Namen Krampen. Stecke ich dann so in meinen Moos hinein, beziehungsweise mache die erstmal hier an meiner Kugel dran und dann werden die halt hier an meinem Moos so hineingesteckt werden. Ich hoffe, euch gefallen meine drei Deko-Ideen mit den Amaryllis. Das Kokedama habe ich jetzt noch auf einer Schale platziert und theoretisch gesehen könnte man jetzt auf die Schale noch eine Lichterkette drauflegen. Das werde ich jetzt allerdings nicht machen. Und zur Pflege der Amaryllis kann ich euch nur sagen, ihr könnt ihnen besser zu wenig als zu viel Wasser geben. Ihr habt ja gesehen, was mit den Knollen passiert, wenn die permanent in einem nassen Substrat stehen. Dann fangen die Knollen ganz schön schnell an zu verfaulen. Ja, und die beiden Kandidaten hier, die werden maximum einmal die Woche, ich sag mal, so einen Schluck Wasser bekommen. Mehr werde ich die nicht wässern. Das Kokedama wird einmal die Woche ausgiebig mit der Sprühflasche eingesprüht. Was man auch machen könnte, man gießt ein bisschen Wasser in die Schale, dann saugt sich das Kokedama von alleine voll. Und achtet beim Gießen auch immer darauf, dass ihr euer Gießwasser nicht direkt hier auf die Knolle gießt. Und wenn ihr könnt, gießt eure Pflanzen mit kalkarmem Wasser. Ja, und als Standort werden sie alle einen hellen Standort innerhalb meiner Wohnung bekommen. Verwelkte Blätter und Blüten auch erst dann abschneiden, wenn die komplett eingetrocknet sind. Weil so hat die Knolle die Möglichkeit, die Energie zurückzugewinnen. Nach Weihnachten werden dann meine Pflanzen umgetopft. Das Video dazu blende ich euch mal ein. Ja, und mit der Düngung beginne ich in etwa Ende April, Anfang Mai. Ich werde mich jetzt auch an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!